RBB1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Eine Ära ist zu Ende gegangen. Thomas Reumann, 16 Jahre an der Spitze des Landkreises Reutlingen, hat sich ganz offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Corona-bedingt ohne große Feierlichkeiten vor Ort, sondern in einem immer noch irgendwie ungewöhnlich anmutenden digitalen Rahmen. So kannten und schätzten nicht nur die Menschen im Landkreis Reutlingen ihren Landrat Thomas Reumann. Engagiert, kompetent, hartnäckig, mit Humor und allzeit einem offenen Ohr für die Anliegen der Einwohner. Aber es war immer deutlich zu spüren, dass sie einen Landkreis gestalten wollen und vor allem eine Landkreisgesellschaft, in der alle Menschen ihren Platz finden. Völlig egal, welche Herkunft, völlig egal, welcher Stand, wenn man das so bezeichnen will. Ihnen war anzumerken, dass Ihr Herzblut genau dafür brennt, dass Sie dafür brennen, allen Menschen in diesem Landkreis Heimat und gute Lebensbedingungen zu schaffen. Das hat mich sehr beeindruckt. Alles im Blick haben und dabei die Denke stets auf die Zukunft gerichtet. Nachhaltigkeit auf allen Ebenen. Dazu ein beeindruckendes Sach- und Fachwissen in vielen unterschiedlichen Bereichen. Die Lobworte für den Landrat außer Dienst aus dem Kreistag waren vielfältig. Ja, er war immer ein lieber, ein offener, ein guter, ein zugänglicher Landrat. Und war Thomas Reumann in dieser ganzen Entwicklung, war er Teilchenbeschleuniger oder eher Spaßbremse? Ich glaube, er war das Atom selbst. Also ich denke schon, dass der Landrat Reumann hier ein sehr kluges Köpfchen gehabt hat. Er hat nämlich die Trends der Zeit erkannt. Und wer Herrn Reumann ja auch kennt, der weiß, dass er eigentlich jemand ist, der die Dinge vorausplanen möchte und jetzt nicht immer nur reagieren möchte, sondern eher agieren möchte. Hammer hat sich schon an ihn gewöhnt. Ja, also. Okay. Das ist das, was man hören möchte. Klasse. Aber auch die live digital übermittelten Glückwünsche, die Moderator Harry Röhrle immer wieder verlas, sprachen für sich. Lieber Herr Reumann, der Kreis Bauernverband bedankt sich für die langjährige Unterstützung und die gute Zusammenarbeit. Gerne bieten wir Ihnen unsere Unterstützung an auf Ihrem weiteren Ruhestandsweg als Hobby-Rancher. Mit einem eigens aufgenommenen Video haben sich die Mitarbeiter aus dem Landratsamt von ihrem langjährigen Chef verabschiedet. Bei 1200 an der Zahl wurde die Verabschiedung da fast zum Kinoabend. Lieber Herr Reumann, für Ihre Zukunft wünsche ich Ihnen, dass Sie Ihre ganz persönlichen Lieblingsplätze so oft es geht besuchen werden. Vielleicht kommen Sie auch an diesem, der gar nicht so weit entfernt ist, auch mal vorbei. Viele liebe Grüße und bis bald. Und dann war es soweit. In seiner Funktion als erster stellvertretender Vorsitzender des Kreistages überreichte Ulrich Fiedler seinem Vorgänger Thomas Reumann die Urkunde zur Versetzung in den Ruhestand. Offensichtlich doch ein etwas komisches Gefühl für den schaffigen, scheidenden Landrat, der zum Schluss nochmal nach den passenden Worten sucht. Die Frage ist, wie finde ich jetzt ein Ende dafür? Ich habe mich dafür entschieden, einen Menschen, den ich persönlich sehr, sehr schätze, den Präsidenten des Bundestages, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, zu zitieren. Der hat nämlich, wie ich meine, treffend auch zu meinem Ende meiner Amtszeit und meines beruflichen Werdegangs gesagt, die zum 31.03. um 0 Uhr eintreten wird. In einer vergleichbaren Situation 2017 hat er gesagt, und man kann es nicht besser formulieren, es ist over. Der Schlussakkord? Noch nicht ganz. Ein wenig darf Thomas Reumann noch in seinem Amt verweilen, denn offiziell beginnt sein Ruhestand erst am 31. März 2021 um Schlag Mitternacht. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.